Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Jetzt hätte ich fast Oddworld gesagt, nicht ganz. Beginnt zumindest beides mit O. Wir sind hier stehen geblieben, wir sind in der letzten Folge leider gestorben gegen die Alphas. Weil der eine sich dachte, nö, mit mir nicht. Deswegen müssen wir jetzt mal schauen, ab wann triggern wir die denn? Ab hier. Und jetzt müssen wir hier wirklich direkt draufballern. Auch auf die Alphas. Wir hier schon mal möglichst viel Schaden verursachen, bevor die überhaupt in unserer Nähe sind. Na, eigentlich kriegen wir das so ganz gut hin. Gucken, ob wir den wieder einäschern können, wenn er zu nah kommt. Jawohl. Ah, das sieht schon geil aus. Und so einfach kann es sein, ne? Wenn man einfach frühzeitig drauf losballert. Wenn der jetzt nicht gleich wieder richtig einen Assi-Move macht, müssten wir es eigentlich geschafft haben. Wahnsinn, oder? Wie schnell es gehen kann. Ich hatte die halt irgendwie vor, wir hätten nicht zurückweichen dürfen. Ich bin hier irgendwie lang gerannt und habe die schon getriggert. Ich glaube, währenddessen die noch da waren. Naja. Aber so einfach kann es gehen. Ist halt nur immer ein bisschen schade um die Weltstufe, die wir verlieren. ...349 Eisen... Hier gibt es auch noch mehr. Weiß gar nicht, wann man das alles verbrauchen soll. Also das ist irgendwie viel zu viel. Titan ist immer so Mangel. Ich werde dann später merken, Titan braucht man ja zum Stufenaufstieg der Items. Da ist immer am Anfang zumindest ein bisschen Mangel. Nach ein paar Spieltagen im Endgame legt sich das dann auch. Dann können wir diesen Move eigentlich nicht gegen Gegner machen. Hier macht er nur Feuer. So, ich sollte mal nicht so... Ah, wir hätten mal vorher nachladen können. Das war ein bisschen doof. Ich baller jetzt erstmal so drauf, aber man muss sagen, so ohne Lavageschosse machen wir echt kaum noch Schaden, ne? So ein Perforo darf eigentlich nicht mehr als 3-4 Schuss brauchen. Das sind ja somit die schwächsten Gegner im Spiel. Wir laden erstmal nach. Dann füllen wir auf. Und dann hoffe ich doch mal, dass der Obelisk bald mal erscheint. Ach stimmt, das große Vieh. Ich hatte es schon wieder vergessen. Kommt es jetzt runter? Bleibt es oben? Was macht's? Es geht wieder weg. Alpha sehe ich erstmal noch nicht. Hinten ist bloß noch so ein giftiger. Warum treffe ich den denn nicht kritisch? Bin doch auf dem Kopf drauf. Jetzt. Ist das bei ihm überhaupt der Kopf? Bei manchen ist es auch das Herz. Oder voll ins Maul rein. Das haben die Kleinen auch immer ganz gern. Okay. Weiß gar nicht, was das für ein Vieh ist. Wir müssen das bestimmt am Ende noch besiegen. Oh. Ich glaube, er hat... Ah. Mann, da möchte man sich in Ruhe mal angucken, was die Entwickler hier Schönes gezaubert haben. Überlegt einen dummen Spruch von wegen, er hat den Kopf ganz schön hängen lassen. Und dann wird man hier schon wieder angegriffen. Von den kleinen Rackern. Ja, ich heb mir die Lavageschosse auf jeden Fall jetzt erstmal auf, bis hier irgendwas Größeres kommt. Und die brauchen wir, na doch, können wir schon gebrauchen. Und auf damit. Kommt denn hier bald mal ein Obelisk? Oh, da ist einer. Da drüben ist noch ein Obelisk. Dann sieh mal, ob er anders reagiert als der erste. Erstmal kümmere ich mich um diese. Ja, das würde ich aber auch mal behaupten. Oh Gott, der hält viel zu viel aus. Aber aktuell macht er noch nicht so die größten Angriffe. Ah, shit. Also auf jeden Fall erstmal die Kleinen wegkriegen. Ich habe nämlich echt gar keinen Bock, jetzt wieder zu sterben. Das könnte durchaus passieren. Kommen wir hier wieder runter? Kann ich hier runterspringen, bitte? Ja. Kam jetzt hier gerade rechts ein Alpha raus. Ja, ah, hier kam ein Alpha raus, natürlich. Ey, Leute, wie soll ich denn das alles bewerkstelligen? Bewerkstelligen hier. Mist.
Unser verzerrendes Feuer. Ja, geil, jetzt sind wir tot. Ich komme hier nicht raus, ich hänge. Ich komme hier nicht raus. Ah. Mann, wir sterben viel zu oft in letzter Zeit. Ich glaube fast, Weltstufe 10 ist doch ein bisschen zu heftig. Für das Item-Level, was wir haben. Ach Mist, ich würde es jetzt trotzdem nochmal auf der 10 probieren, aber ihr habt es gesehen, die haben mich komplett eingeengt. Ich bin nicht mehr rausgekommen und dann kannst du halt auch nicht mehr viel machen. So, wo sind die kleinen Racker? Ihr wart doch gerade noch hier. Dass da natürlich auf einmal noch so ein Alpha mit rauskommt. Ich dachte, wenn es bei den kleinen Perforos und den giftigen bleibt, kriegen wir das hin. Wir löschen erstmal die alle aus und kümmern uns dann um den großen. Aber die Alphas, die haben natürlich Priorität. Aber wir sind auch viel zu schwach. Das ist eigentlich so ein kleiner Gegner hier und ihr seht, wir brauchen fast 2 Magazine dafür. Das heißt, wenn wir jetzt hier im Bosskampf einmal die Lavageschosse verlieren, weil ich nicht dran denke oder nicht rechtzeitig irgendwie verzehrendes Feuer einsetzen kann, dann haben wir echt ein großes Problem. Naja, wir probieren es jetzt nochmal, ansonsten geht es auf Feldstufe 9 zurück. Dann müssen wir halt nach der Quest doch nochmal gucken, dass wir alles ein bisschen hochleveln. Einer lebt noch. Achso, hier oben die noch, stimmt. Ja, halt auch für die Kleinen hier. Das dauert alles viel zu lange. Aber 2 Versuche würde ich mindestens schon ganz gerne starten wollen. Ist ja auch nicht schlimm, wenn es ein bisschen schwer ist, aber... Dort drüben ist noch ein Obelisk. Dann sieh mal, ob er anders reagiert als der erste. Erstmal kümmere ich mich um diese... Zu oft sollte man natürlich auch nicht sterben. So. Jetzt, wir kümmern uns jetzt erstmal volle Kanne um die Kleinen hier. Und dann noch um den Alpha. Das ist ganz wichtig, wir dürfen nicht wieder vorne hängen bleiben. Das wäre schlecht. So, 10 Schuss noch. Das heißt, wir warten. Verzerrendes Feuer muss aufladen. Komm schon, mach hin. Scheiße. Komm, 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 komm. Jetzt haben wir's. Aber wir lassen uns hier auch schon wieder so ein bisschen einengen hier hinten. Das ist eigentlich echt ungeil. Wir müssen hier raus. Wir müssen unbedingt hier raus. Und jetzt müssen wir uns erstmal fix um die hier kümmern. Erste Magazin ist weg. Schade. Fähigkeit war eigentlich gerade wieder am Start. Jetzt kommen die Alphas nämlich noch. Und der Große noch dazu. Boah, das wird echt ein ganz schöner Krampf. Scheiße, hier hinten ist eine Sackgasse. Aua. So, der Alpha und er noch. Komme ich irgendwie an dem vorbei, ohne dass der mich direkt tötet? Bitte nicht, nein. Komm schon, wir waren doch gerade gut. Gib mir Leben. Jetzt haben wir die Lavageschosse verballert, das war doof. Aber wir haben zumindest schon mal nur noch die beiden. Wenn wir den Alpha weg haben, müssen wir es hinkriegen. Aua. Ich versuche gerade mal so ein bisschen ohne großes Anvisieren zu zielen, damit ich sehe, was der andere macht. Ja, okay. Keine Chance, ihr habt es gesehen. Er kommt einmal gesprungen und wir sind tot. Ach Mann, das ärgert mich. Ich wollte eigentlich nicht zurückstellen, aber jetzt noch ein drittes Mal sterben. Eigentlich waren wir schon echt gut. Na komm, einmal probieren wir es noch. Bin da immer ein bisschen zu ehrgeizig für, um dann gleich wieder runterzustellen. Ganz am Anfang hat man das gleich mal irgendwann gemacht. Aber ansonsten haben wir es bis jetzt eigentlich immer so hingekriegt. Wenn ich vielleicht die Lavageschosse nicht verloren hätte, wo es auch sehr viel Glück war, dass die sich da alle so aufgereiht haben, die Gegner. Und wir die alle schön weggeschossen bekommen haben. Ich weiß nicht, ob das nochmal so klappt. Na komm, wir hauen die Lavageschosse jetzt nochmal drauf. Was soll's. Dass das hier mal ein bisschen schneller vorangeht. Jetzt können wir gleich nachladen. Dass die sich wieder neu. So, hier einen wegschießen, nachladen. Dass die sich wieder aufladen können. Aber die Waffe wird halt wirklich langsam viel zu schwach. Schade, obwohl die vor kurzem noch so mega geil war, ne? Aber Weltstufe 10 ist doch nochmal eine andere Hausnummer. So, wir können öffnen. Achso, das lädt ja dann eh neu. Stimmt, war doof von mir, hätten wir nicht warten müssen. Dort drüben ist noch ein Obelisk. Dann sieh mal, ob er anders reagiert als der erste. Erstmal kümmere ich mich um die
So, wir gehen jetzt erstmal nur komplett auf die ganzen Kleinbiester hier. Dass wir die wirklich so schnell wie möglich hier wegkriegen. Ah, nein. Komm schon, lauf. Auch ein Dings hier, Dings, ja. So, jetzt. Ah, schnell weg hier. Jetzt rennen wir hier wieder raus. Machen das so wie gerade eben schon mal. Nur gefühlt lief das gerade eben irgendwie besser. Dann waren die Alphas schon da. Okay, also doch wieder raus. Wir haben noch 65 Schuss. Das heißt, wir können eigentlich drauf losballern. Jetzt verzehrendes Feuer, genau. Okay, es ist schon wieder nur noch der Alpha. Nein, nein. Oh, ich habe doch aufgehört zu schießen. Er hat eine Sekunde gefehlt. Also ich habe eigentlich direkt losgelassen, aber... So, Alpha ist weg. Jetzt müssen wir uns um ihn hier kümmern. Wir brauchen auf jeden Fall ordentlich Abstand. Nein, der Alpha ist noch nicht weg. Jetzt ist der Alpha weg. Was macht er? Durchlöchern und ausweichen. Hat ein bisschen getroffen, aber nicht komplett. Wir bleiben jetzt außerhalb des Visiers, ansonsten wird das alles Mist. Ah, ja, beziehungsweise haben wir die... Wo hatten der seinen Schwachpunkt? Kopf oder Herz? Ah, wir stehen in dieser blauen Scheiße hier drin. Wow. Brauchen unbedingt Leben, wir sind gleich tot. Ich glaube, mit Einäschern brauchen wir bei ihm gar nicht versuchen. Erste Lava-Geschoss-Magazin ist weg. Ja, irgendwie so Herz hier drüben, ne? Irgendwo da ist sein Schwachpunkt. Wir ballern das Magazin jetzt weg, egal ob die Lavageschosse jetzt weg sind. Komm schon. Ja, wir können es schaffen. Wir müssen es schaffen. Ich will das unbedingt auf der 10 schaffen. Aha. Okay, wir haben es noch hingekriegt. Weg mit dir. Ja, gibt zumindest immer nur echt wenig Schaden. Ach, geh weg. Ich will dich nicht so nah haben. Druckwelle. Nein. Dürfen halt nicht durch dieses blaue Zeug laufen, ne? Das macht so heftig Schaden. Erste Magazin ist wieder weg. Komm schon, zieh durch. Nein. Wir holen uns nochmal ein Magazin und jetzt machen wir ein Blatt. Jetzt haben wir es. Jawohl. Ah, oh, geil. Ich freue mich. Also, was doch noch auf der 10 geschafft haben. Eigentlich schon wieder, jetzt war es gerade nicht so schwer, ne? Aber, also, ja, es war schon ein bisschen aufregend, aber. Mal sehen, ob dieser Stein was macht. War jetzt zumindest nicht das Schwierigste. Man braucht halt eigentlich immer nur die richtige Taktik. Man muss wissen, was man zuerst macht, wo man hinrennt. Das ist auf jeden Fall schon mal die halbe Miete. Oh, 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 Sahidi. Das ist einer dieser Riesen. Keine Ahnung, ob ich gerade sein Nickerchen gestört habe oder vielleicht hat ihn der Energieschub hergelockt. Unglaublich. Ja, es muss eine Verbindung zwischen der Anomalie und der Fauna Enox bestehen. Etwas, das in ihnen allen steckt. Ja, was war denn das für ein Vieh? Versuch noch einen Stein zu finden. Bitte was? Sollen wir auch noch den Bruder von dem Dicken kennenlernen? Doc. Ich weiß nicht, ob das mit diesen Experimenten so eine gute Idee ist. Nur noch einen, versprochen. Die Wissenschaft, ja, ja, ich weiß. Boah, ich möchte nicht noch einen finden. Ich dachte eigentlich, wir haben es jetzt geschafft und war froh, dass wir wieder zurück können. Naja. Gut, dann müssen wir noch einen machen. Hoffe nicht, dass jetzt nochmal so ein Endgegner kommt. Wir sind hier. Wir müssen... Ja, wo müssen wir denn hin? Jetzt steht es gar nicht mehr auf der Karte, oder was? Du bist hier. Keine Mission verfügbar. Hier ist nix. Hier ist nix. Alte Mächte ist aber verfolgt. Also entweder dürfen wir hier nicht ins Gebiet. Also ist es ein anderes Gebiet, oder? Hä?
Wir reisen mal zurück zum Camp. Alte Mächte heißt die Mission. Nö. Wir reisen mal zurück ins Camp und gucken mal, ob es dann irgendwie neu lädt. So, finde einen weiteren Obelisken. Wo führt es uns hin? Es führt uns wieder hierher. Aber hier hinten ist auch noch... Und das wird es mir hier auf der Karte angezeigt. Wir laufen jetzt einfach mal. Obwohl, Moment, bevor wir hier weitermachen, wir sind jetzt eh einmal im Camp, gehen wir gleich mal zum Zahedi, machen noch unsere Ausrüstung fertig. Ich will nicht nochmal so oft sterben. So, wir gucken jetzt als allererstes mal, was es hier so Schönes gab. Wir haben hier Lavageschosse drauf. Ah, hier ist diese Eisfalle, okay. Die Effizienz wird um 25% erhöht. Wird ein Schwächeeffekt verursacht. Finde ich beides nicht so mega geil. Ja, die Eisfalle ist jetzt auch nicht. Erhöht deine Rüstung um Dings. Das ist schon cool. Wir nehmen die Jacke und hauen jetzt hier noch die Lavageschosse für ein weiteres Magazin drauf. Wir machen das jetzt mal Stück für Stück, dann kann ich mir das besser merken. Das heißt, wir gehen jetzt hierher, zeigen ihm die Jacke und sagen, dass wir weiteres Magazin Lavageschosse gerne hätten. Hä? Ach hier. Und das statt dem verzehrenden Feuer. Dann haut das hin. Dann gehen wir eins zurück. Gucken mal. Lebensentzug ein bisschen hoch. Faden auf lange Distanz ein bisschen hoch. Ballern jetzt mal alles raus, was geht. Max Leben können wir erstmal so sein lassen. Nummer 1. Dann haben wir Hose. Haben wir nicht wirklich was Besseres außer die blaue. Aber ist auch nicht so viel besser. Das heißt, das kann weg. Wir zerlegen also die beiden. Wir zerlegen die beiden. Was haben wir hier drauf? Lavageschosse. 15 Sekunden lang mächtiger Waffenbonus. Erhöht deinen kritischen Trefferschaden um 0%. Das ist natürlich geil. Du fügst Gegnern, die von Verbrennung betroffen sind, 20% mehr Schaden zu. Wählst deinen Bonus auf 15% auf deinen Waffenschaden auf kurze Distanz. Das ist eigentlich schon relativ geil. Das heißt, wir nehmen das. Und hauen hier nochmal was für die Lavageschosse mit drauf. Und können dann das auch mit zerlegen. Und mehr haben wir gar nicht. Das heißt, wir zerlegen das erstmal. Gehen nochmal zum Zahedi. Also aktuell finde ich die Lavageschosse halt cool. Ich habe mich noch nicht informiert, was so das wirkliche Max-Damage-Bild ist. Das können wir uns später mal angucken. Aber ich finde, aktuell fahren wir mit der Taktik eigentlich ganz gut. Und deswegen würde ich es auch ganz gerne erstmal so dabei belassen. Das heißt, wir hatten hier wieder Lavageschosse drauf. Verringert die Rüstung des Ziels 10 Sekunden lang um 30%. 50% Waffenbonus ist schon geil, ne? Gerade wenn wir dann die Lavageschosse irgendwie verschossen haben, wäre es schon cool, wenn zumindest ein bisschen mehr Schaden machen. So, waffentechnisch, wie sieht's denn aus? Wir haben eine mit 4,7 und das ist eigentlich schon so fast das Stärkste, was wir auch im Inventar haben. Das heißt, hier wäre es ja vielleicht schlau, mal einen Stufenaufstieg zu machen. Wählst 30% des kritischen Schadens als Lebensschüsse, verursachen einen Schwächeeffekt. Haben wir noch gar nicht so geile Dinger drauf. Wir machen die jetzt erstmal auf die 29 hoch, dann sind wir bei 6,8. Kritischer Schaden, Schaden auf lange und kurze Distanz ist eigentlich eine ziemlich geile Kombi. Das finde ich gar nicht so übel. Jetzt können wir mal noch schauen. Du erhältst 30% des kritischen Schadens als Leben. Ja, wir treffen schon ab und zu mal kritisch. Wenn wir uns dadurch Leben auffüllen, gar nicht so verkehrt. Ich weiß nicht, ob die Schwächungskugeln so geil sind. Können ja mal fix gucken. Was wir noch so Schönes hätten. Schüsse generieren ein Schild. Schüsse treffen einen weiteren Gegner im Umkreis von 5 Metern. Kritische Schüsse. Anfälligkeit. Es besteht, dass keine Munition bei dem kritischen verbraucht wird. Ist eigentlich gar nicht so doof. Schüsse verursachen Ascheeffekt, Killshots stellen bei Verbündeten bringen nix. Schüsse stellen dein Leben wieder her. Ich möchte mir jetzt auch nicht unbedingt alles durchlesen, aber ich glaube fast, wir hauen mal das mit drauf. Was soll's, wir haben eh genug Eisen, wechseln können wir es später immer noch. Dann können wir mal gucken, weil ich versuche ja zumindest schon viel kritisch zu treffen. Wenn das dann noch keine Munition mehr verbraucht, dann kommen wir mit den Lavageschossen natürlich noch viel, viel weiter. Und jetzt haben wir auch 6,8 als Waffenstärke. Das ist natürlich mal eine Hausnummer. Dann können wir hier ein bisschen besser durch die Weltstufe 10.
Kann ich denn hier irgendwo verkaufen? Irgendwie sehe ich gerade nichts. Ich glaube, hier im Camp ist niemand, ne? Nicht wirklich. Okay, schade. Ich dachte, wir können mal ein bisschen Inventar leer räumen, aber dann machen wir das mal in der nächsten Folge. Wir machen an der Stelle erstmal Schluss. Ich bin froh, dass wir es doch noch auf Weltstufe 10 geschafft haben und jetzt auch mit der Ausrüstungsverbesserung sollte man wieder ein bisschen besser vorankommen. Morgen 17 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.